Einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News. Und ja, ihr seht richtig, ich sitze gerade im Auto und warte auf meine Freundin, denn die kommt gleich mit dem Flieger an, der sich leider verspätet hat. Dadurch konnte ich aber wenigstens heute nochmal auf die Gamescom gehen. Und da will ich mich auch nochmal ganz lieb bei allen bedanken, denn die Gamescom hat mir nochmal gezeigt, dass viele Leute begeistert sind von meinem Format, von meiner News, und da wird demnächst noch ein bisschen mehr kommen. Den Leuten, denen ich es auf der Gamescom erzählt habe, die waren auf jeden Fall fast alle durchgehend begeistert und das finde ich doch sehr positiv und freut mich auch. Aber diese Nerd News wird mal ein bisschen ungewöhnlicher, denn heute wird nicht geschnitten, nichts, gar nicht. Es wird One Take aufgenommen, denn ich habe leider gerade mein Schnittprogramm nicht dabei, beziehungsweise es läuft gerade nicht. Und somit müsst ihr leider mit ein bisschen verrauschtem Bild leben. Aber ich will euch wenigstens auf den aktuellen Stand bringen, denn ich habe hier ein paar Themen aufgeschrieben und ich würde sagen, wir rattern das jetzt einfach mal so runter. Deshalb dieses Mal gut zuhören, denn ich kann auch keine Einblendungen machen irgendwie in irgendeiner Weise. Aber ich denke, wenn ihr auf dem aktuellen Stand seid, dann ist das schon mal ganz gut. Starten wir erstmal mit dem ersten Thema. Cyberpunk 2077 ist jetzt schon komplett durchspielbar. Das hat CD Projekt Red jetzt bestätigt. Momentan ist man noch viel an Fehlerbehebung und an Verbesserung des Spiels dran, aber es ist auf einem guten Weg. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auch bald mehr sehen können davon. Dark Souls ist abgeschlossen laut From Software. Das heißt, es wird keine neuen Dark Souls Teile mehr geben. Das haben die nun bestätigt und kümmern sich jetzt um neue Titel. Das heißt, alle die, die unbedingt mal Dark Souls nachholen wollen oder noch nicht gespielt haben, sollten es unbedingt mal machen. Jetzt habt ihr auf jeden Fall einen festen Rahmen, wo ihr das machen könnt. Und da kommt auch nicht mehr dazu. Aber wer weiß, wie es in ein paar Jahren aussieht. Wenn ihr Interesse an einer Xbox hattet und euch gesagt habt, naja, ich weiß nicht, ob mir so eine dritte Konsole so taugt und keine Ahnung und dann muss man noch Spiele dazu kaufen, da hat Microsoft jetzt offensichtlich bald ein ganz interessantes Angebot, denn man will die Konsole für 34,99 € im Monat vermieten, inklusive Xbox Live Gold und dem Xbox Game Pass. Das heißt, ihr habt mit einer Konsole den kompletten Zugriff auf alles, was das Xbox Library so hergibt. Nintendo verlängert den Markenschutz für Pilotwings. Das hat sich nun rausgestellt und wurde beim Patentamt nun endgültig verlängert. Aber wie immer heißt es darum, ob jetzt ein neues erscheint, weiß man nicht so recht. Es könnte auch fürs N64 Mini sein oder einfach nur, dass man die Marke verlängert. Denn das letzte Pilotwings kam auf dem 3DS und das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her. Und das vorletzte war halt Pilotwings auf dem Nintendo 64. Und es gibt ein neues Nindies Showcase und zwar am 28. August wird es soweit sein seitens Nintendo. Hier will man die neuesten Nindie-Spiele, also die Indie-Titel auf der Nintendo Switch, vorstellen. NES Games erhalten Voice Chat. Ja, ihr habt richtig gehört, die NES Games, die beim Nintendo Online Service dabei sein werden, bekommen einen Voice Chat. Wie umfangreich der ist und ob man diese blöde App dafür braucht, weiß man nicht genau. Aber ich sag mal, andere Spiele machen es vor, die laufen nämlich auf der Nintendo Switch auch ohne diese komische Voice Chat App auf dem Handy. Nintendo hat ein neues Update zu Xenoblade 2 veröffentlicht und zwar auf der Gamescom announced und es ist jetzt schon runterladbar. Das bringt nochmal neue Inhalte und das ist auf jeden Fall ein ganz netter Service seitens Nintendo. Super Mario Party wird keinen Pro-Controller unterstützen und auch nicht den Handheld-Modus. Aber stopp, bevor ihr jetzt schreit, es ist nur logisch, ich habe die Minispiele angespielt und die sind komplett auf die Joy-Con ausgelegt. Das heißt, sämtliche Minispiele werden von den Joy-Con profitieren und werden auch nicht so wirklich mit einem Pro-Controller funktionieren. Als Beispiel nehme ich da einfach mal die Pfannenwende-Minispiel-App, wollte ich sagen. Das Pfannenwenden-Minispiel, denn da müsst ihr ein Stück Fleisch im Grunde genommen wie
in der Küche wenden und bis es durch ist und dann habt ihr gewonnen. Das ist natürlich mit einem Pro-Controller schwer umsetzbar, aber es gab auch noch andere Spiele, die komplett auf die Joy-Con setzen. Deshalb denke ich, ist das okay, auch wenn es von NDCube kommt. Aber ich glaube, die machen einen sehr guten Job. Mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Diablo 3 wird komplett auf Cartridge erscheinen. Gut gemacht, Blizzard. Ihr werdet eine gute... So sieht es übrigens aus, wenn ich mich bei der Nerd News verspreche, aber heute gibt es keine Schnitte. Diablo 3 wird das ganze Ding auf einer Cartridge bringen und da wird kein extra Download zur Verfügung stehen, beziehungsweise gar nicht notwendig sein. Und damit ist Blizzard ein großes Vorbild für die alle anderen. So, und als letztes haben wir noch Saints Row 3 wird für die Nintendo Switch erscheinen mit allen DLCs und was dazugehört. Das heißt, es kommt eine Art GTA und könnte durchaus so ein kleiner Leistungsmesser für ein GTA sein. Hoffen wir mal, dass es gut umgesetzt wird. Ja, das war es eigentlich mit den Themen, die ich rausgesucht habe. Ich hoffe, diese ungewöhnliche Nerd News hat euch gefallen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr trotzdem den Daumen nach oben da lasst. Und wie gesagt, nochmal ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank für alle und für alles. Und ich kann das immer noch nicht glauben. Und ich hoffe einfach, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen und dass ihr auch weiterhin einschaltet. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Naja, nächstes Mal gibt es wieder ein schönes Bild, gibt es auch wieder eine schöne Ausleuchtung, nicht nur hier diese komischen Leuchten vom Auto. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News. Ciao.